das war der Traum gewesen, einmal bei Olympia teilzunehmen. Geht halt jetzt nicht mehr, aber dafür stehen halt jetzt die Regenbogenstreifen ganz oben. The fastest qualified, Nina Hoffmann from Germany. She is in touch. Ja, Sport hat in meinem Leben eigentlich schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Everything is possible. Ich bin mit 6 Jahren in den Leichtathletikverein eingetreten und bin dann mit ca. 13, 14 Jahren zum Speerwerfen gekommen. Wow, we said it. She's gonna attack her. Ich habe wirklich 6, 7 Mal die Woche dafür trainiert. Habe auch erste Erfolge einfahren können, ja, aber dann kamen auch Verletzungen dazu und dann hat die ganze Sache nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Ich bin Nina Hoffmann, 24 Jahre alt und ich wollte Speerwurf-Olympiasiegerin werden. Also die Saison 2013 lief im Speerwerfen sehr gut. Ich bin 7. bei den deutschen Meisterschaften geworden und dann wollte ich halt richtig angreifen. Ja, dann kam 2014, 2015, beides Jahre mit Ellenbogenverletzungen, Problemen. Ich konnte nicht mehr voll trainieren und habe dann das Fahrradfahren für mich entdeckt. Bin 2015 mein erstes Downhill-Rennen mitgefahren. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und so viel Freude bereitet, dass mir eigentlich ab dem Punkt klar war, den Speer fasse ich nicht mehr an. Ab jetzt heißt es Fahrradfahren und ich habe meine ganze Energie ab da dort reingesteckt und habe von Anfang an eigentlich gehofft, dass es irgendwie mal ganz nach vorne gehen kann. Mein erstes Rennen damals 2015 in Tapperts, das hat mir schon gezeigt, dass ich auf einem anderen Niveau starte als die anderen Mädels. Ich habe einfach durch das Speerwerfen halt ordentlich Oberkörperkraft mitgebracht, konnte das Fahrrad halten und hatte irgendwie da schon ein ganz anderes Niveau als dem Großteil der Hobby-Mädels und auf das konnte ich einfach super gut aufbauen und die nächsten 2 Winter vor allem haben mir dann irgendwie gezeigt, wie schnell so eine Entwicklung gehen kann. Ich war natürlich auch extrem motiviert, dafür zu trainieren, mehr Ausdauer zu trainieren, auch Technik zu trainieren und so eine Sachen. Und das hat irgendwie alles ziemlich schnell gefruchtet. Ich konnte es irgendwie alles ziemlich gut umsetzen und habe mich einfach super wohl gefühlt beim Radfahren auf dem Bike. Wahrscheinlich auch, weil das einfach so ein großer Spaßfaktor die ganze Zeit ist. Und so ging die Entwicklung dann steil nach oben. Es gab keinen so richtigen Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt bist du super gut oder topfit oder die Beste. Ja. Ja, Training und Sport allgemein, das ist einfach mein Leben. Und für mich besteht einfach der Alltag aus Sport. Also wenn ich nicht einmal am Tag Sport mache, dann bin ich nicht glücklich und zufrieden. Und ich trainiere nach wie vor noch mit den Speerwurf-Jungs zusammen. Da darf man natürlich auch nicht kuschen oder Schwäche zeigen, da kriegt man sonst Sprüche gedrückt. aber das motiviert einen natürlich auch und fördert einen, fordert einen die ganze Zeit. Und man möchte seine Bestleistungen verbessern und sich mit den Jungs irgendwie auch messen. Und es pusht enorm, ist super cool, ja, und motiviert mich extrem. Ja, Schmerzen gehören halt einfach zum Training dazu und so ist es auch bei mir. Wenn ich ein hartes Intervalltraining gefahren bin, dann brennen einfach die Beine. Aber eben genau danach das Gefühl, wenn die Schmerzen nachlassen und der Körper dann zwar K.O. ist, aber man sich einfach glücklich fühlt, weil man was getan hat und man weiß, dass das einfach einen schneller macht. Das ist das, warum ich jeden Tag trainiere und versuche, besser, schneller, weiter als die anderen Mädels zu fahren zu sein. Die Konkurrenz zur WM 2020 wird extrem hoch sein. Wir haben zum einen Valentina Höll, Lokalmatadorin, gerade aus den Junioren hochgekommen, aber ein super schnelles Mädel. Dann natürlich eine Rachel Atherton, was noch nicht sicher ist, ob sie mitfahren wird. Die Achillessehne ist noch nicht wieder ganz fit, ich weiß es nicht genau. Tanny Seagrave hat jetzt auch erst eine Verletzung gehabt, aber ich denke, die wird fit werden bis zur WM und ist auf jeden Fall ein Medaillenkandidat. Dann natürlich amtierende Weltmeisterin Miriam Nicol. Immer richtig schnell und nicht zu unterschätzen. Marine Kabirou, auf jeden Fall Favorit für ganz vorne. Ja, das sind, denke ich, so die Top-Mädels, auf die man gucken muss. Aufgrund der ausgefallenen Rennen in den ganzen letzten Wochen habe ich natürlich viel getestet am Rad, habe versucht, mein optimales Setup herauszuarbeiten und ein großer Punkt dieses Jahr waren Reifen gewesen und ich habe Reifen getestet, den neuen Big Betty Schwalbe Reifen und habe für mich meine Schlüsse daraus gezogen, bin in den verschiedensten Bedingungen, in verschiedensten Strecken gefahren, aber natürlich noch nie in einem richtigen Weltcup, noch nie in einem richtigen Rennen gefahren. Und das ist natürlich jetzt schon ein großes Risiko, was ich dort eingehe, einen Reifen zu fahren, den ich noch nie im Rennen vorher getestet habe. Wenn das mir aber den entscheidenden Vorteil bringt, dann gehe ich das Risiko ein.
für mich ist es auch immer wichtig, mit anderen Leuten zu trainieren, vor allem auch mit schnelleren Jungs zum Beispiel. Da ist der Max einfach ein super Partner für mich. Der hat extrem viel Weltcup-Erfahrung, kann mich ziehen, kann mir Linien zeigen und kann mich auch so ein bisschen motivieren, die ein oder andere Sache doch zu probieren. Das pusht enorm und finde ich richtig cool. Aufgrund der Unsicherheit der ganzen letzten Monate mit immer wieder verschobenen Rennen, ausfallenden Rennen etc. ist die WM jetzt einfach für mich so ein großer Anker, an dem ich mich festhalte, auf den ich hintrainiere. Zudem möchte ich bestmöglichst fit sein und dort einfach alles geben und hoffentlich abräumen. Das Wetter zur WM Leogang war jetzt nicht so, wie man sich das erhofft hätte. Also kein blauer Himmel, kein Sonnenschein und im Gegenteil ziemlich viel Regen, auch schon in den Tagen zuvor. Ich selbst hatte auch zu kämpfen mit der Strecke, bin öfter hingefallen, hatte dann Schmerzen im Handgelenk, hatte eine blaue Hüfte gehabt, konnte ja, mich nicht so richtig schmerzfrei bewegen. Ja, und dann kam der Renntag, der Sonntag, an dem es dann nochmal geregnet hat und es sogar am Startgate oben Schnee fiel. Ich habe der ganzen Sache eigentlich relativ positiv gegenübergestanden. Ich war wirklich motiviert. Ich wollte einfach mein Bestes geben und Spaß haben, vor allem auf der Strecke, weil bei solchen Bedingungen muss man einfach mit Spaß fahren. Ja, und dann bin ich losgerollt, direkt erste Kurve, erste Schräghanggerade und ich lag auf der Fresse. Nicht so cool. Ich bin aber direkt wieder aufs Rad, habe gedacht, jeder fällt hier mal hin und vielleicht kann ich es im unteren Teil rausholen, vielleicht stürze ich dort nicht. War weiterhin super motiviert, roll dann in das neue Stück unten rein und ja, direkt wieder hingefallen, weiter unten nochmal gestürzt, überall Schlamm an den Handschuhen gehabt und so. Bin dann einfach noch ins Ziel runtergerollt. Ich glaube, am Ende war es dann ein 7. Platz für mich. Ja, nachdem man halt irgendwie ein Jahr lang darauf trainiert hat, die ganze Sommer keine Rennen hatte und sich dann darauf so fokussiert hat und am Ende mit einem 7. Platz abschließt, ja, ist halt enttäuschend einfach. Ja, in der Vorbereitung auf die Saison hatte ich irgendwie meinen Fokus komplett auf Leogang und die WM gelegt und hatte die Weltcups, die danach geplant waren, irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und da musste ich am Sonntag dann auch erstmal umschalten und okay, du musst dich jetzt motivieren, es stehen jetzt noch 2 Weltcups an und es geht los nach Maribor. Ja, der Körper hat irgendwie noch wehgetan von den ganzen Stürzen aus den letzten Tagen, deswegen lief das erste Rennen auch einfach nicht ganz so gut. Ich war halt einfach irgendwie nicht, konnte nicht das zeigen, was ich eigentlich kann, weil ich mit mir selber noch viel zu viel zu kämpfen hatte. Aber ich habe an den Splits gesehen vom ersten Rennlauf am Freitag, dass ich halt nach vorne fahren kann, dass ich auf Plätze 2, 3 fahren kann. Das haben die Splits ohne meinen Sturz halt gezeigt. Und das hat mich extrem motiviert, am Samstag wieder Gas zu geben. Und mit der Motivation bin ich am Samstag dann auf die neue Strecke gegangen und die neuen Streckenabschnitte. Und bin den 4. Platz in der Quali eingefahren und wusste, okay, mit einem smoothen Lauf, ohne große Fehler, kannst du aufs Podium fahren. Das war das Ziel für den Sonntag gewesen. Mit der Motivation bin ich in den Sonntag gegangen. Ich war irgendwie extrem entspannt und locker an dem Tag, hatte mein Selbstbewusstsein wiedergefunden und konnte einfach im Rennlauf das zeigen, was ich halt auch eigentlich kann. Und pushen und Gas geben. Ja, und das hat irgendwie dann am Ende für meinen ersten Weltcup-Sieg gereicht. Also für mich ist dieser erste Weltcup-Sieg vor allem deswegen so besonders, weil ich halt die letzten 2 Wochen extrem mit mir und den Strecken gekämpft habe. Ich bin halt viel gestürzt, hatte überall blaue Flecken, schmerzende Körperstellen und konnte mich nicht gut bewegen und musste mich wirklich sehr viel motivieren, früh wieder bei Nebel oder Regen aufs Rad zu steigen und um 8 auf der Strecke zu sein.
Und dass sich das halt einfach irgendwie im Endeffekt jetzt ausgezahlt hat, dass ich dran geblieben bin und immer wieder aufs Rad gestiegen bin. Und ja, dass das am Ende mit einem Weltcup-Sieg belohnt wird, das ist schon, ja, was ganz Besonderes. Mit der Motivation des Weltcup-Siegs ging es dann eine Woche später nach Lusa zu den letzten zwei Runden des Weltcups, Nummer 3 und 4. Ja, auch die letzten beiden Rennen liefen für mich ziemlich gut. Ich konnte im ersten Rennen Fünfte werden und im zweiten Rennen dann Zweite. Und das hat dazu geführt, dass ich im Gesamtweltcup Dritte geworden bin. Also ich gehöre jetzt sozusagen zu den Top 3 der Welt. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ist das schon ziemlich cool und macht mich irgendwie auch ein bisschen stolz. Und vor allem motiviert es halt extrem, weil es mir einfach zeigt, dass das Potenzial da ist. Ich kann ganz vorne reinfahren und das möchte ich einfach auch nächstes Jahr weiterhin unter Beweis stellen und zeigen. Und ich bin extrem motiviert. Ich werde diesen Winter auf keinen Fall stillstehen, mehr trainieren als zuvor und dann nächstes Jahr richtig angreifen.